Buch 4 Kapitel 3 Episode 17 Die Dinome Werkstatt für magische Gegenstände. Zwei Tage später erreichte ich das Tor nach Geleban, ohne dass ich auf dem Weg dorthin auch nur einmal angegriffen wurde. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie, wo die Werkstatt für magische Gegenstände in Dinome ist? Fragte ich den Torwächter. Ich glaube, sie soll hier in der Nähe sein. Gehen Sie nach Osten, antwortete der Wächter. Fahren Sie diese Straße geradeaus bis zur 24 TH Street, und dann. Tut mir leid, die Straßen in dieser Gegend sind ziemlich verworren. Es ist schwer, den genauen Weg mit Worten zu beschreiben. Ist schon gut, Sie haben mir genug gesagt. Ich danke Ihnen. Dann pass auf dich auf. Die Kutsche bringt Sie im Handumdrehen dorthin. Ich bedankte mich bei der Wache für die Hilfe und ging auf die Kutsche zu, die er mir zeigte. Sie hatte kein Verdeck und keine Sitze, sondern sah aus wie ein großer Wagen für den Transport von Waren. Außer dem Kutscher saß auch niemand drin, also war ich mir nicht sicher, ob es die richtige Kutsche war. Entschuldigen Sie, wie viel würde eine Fahrt zur 24 TH Street kosten? Fragte ich. 24. Straße. Zwei kleine Bronzemünzen, sagte der Kutscher. Da sind Sie ja. Steigen Sie hinten ein. Ich wollte gerade losfahren. Nachdem ich eingestiegen war, setzte der Kutscher die Kutsche in Bewegung. Ich sah zu, wie die Straßen um mich herum langsam vorbeizogen, und lauschte dem geschäftigen Treiben der Stadtbewohner. Auch bei meinem letzten Besuch waren viele Leute da, aber jetzt schienen die Menschenmassen noch größer zu sein. Woher kommst du denn, Junge? Fragte der Kutscher. Gemul, antwortete ich. Ziemlich in der Nähe, was? Bist du hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich bin ein Abenteurer, aber wenn ich meinen Auftrag erledigt habe, würde ich mir gerne die Sehenswürdigkeiten ansehen. Es wird doch bald ein besonderer Markt eröffnet, oder? Ja, morgen. Diesmal ist es der Markt für magische Gegenstände. Gibt es mehr als eine große Marktveranstaltung? Was, bist du nicht von hier? Jeder in Gemul, verdammt, jeder in der ganzen Region weiß von den Märkten. Es gibt 6 davon im Jahr. Das Hauptprodukt wechselt jedes Mal, aber er findet immer auf dem zentralen Platz statt. Es gibt auch immer alle möglichen Essenswagen und andere Dinge, die drumherum aufmachen. Wenn man ein paar Jahre hier gelebt hat, fühlt es sich nicht mehr so besonders an, weil es alle 2 Monate stattfindet. Aber sie bringen uns eine Menge Geld ein. Die Kutsche hielt an, um tonnenweise neue Fahrgäste einsteigen zu lassen. Wir standen ziemlich dicht gedrängt beieinander. Haltet euch an etwas fest, Leute. Der Kutscher rief. Es könnte ein wenig holprig werden. Die Fahrgäste klammerten sich an den Rand der Kutsche. Ich tat es ihnen gleich, aber ich hatte keine Ahnung, was los war. Bevor ich es herausfinden konnte, fuhr ein kleinerer Wagen langsam von vorn und rechts vorbei. Er war mit Fässern beladen, und der Fahrer war ein ziemlich alter Mann. Junge Männer in anderen Kutschen schrien Obszönitäten, als sie um ihn herumfuhren, um vorbeizukommen. Verdammt, das ist gefährlich, murmelte unser Kutscher, während er die Stirn runzelte. Ich musste zugeben, dass die jungen Männer selbst für einen Laien etwas aggressiv wirkten, als sie an dem alten Mann vorbeifuhren. Abgesehen davon war er auf jeden Fall langsam und potenziell hinderlich. Ich wusste nicht genau, wen der Kutscher als gefährlich bezeichnete. Die anderen Fahrgäste wurden langsam unruhig, als wir uns der nächsten Haltestelle näherten und eine Frau mittleren Alters mit der Statur eines Sumo-Ringers dort stand. Sie bat darum, zur 24 TH Street gebracht zu werden, und stieg in den Wagen ein. Alle waren darüber bestürzt, besonders aber ich, denn sie stolperte und fiel auf mich, als sie einstieg. Sie entschuldigte sich, aber ich sagte ihr,
dass ich nicht besonders verletzt sei. Dann setzte sie sich direkt neben mich, und die Enge des Wagens wurde noch größer. Die Frau war so nett, mir den Weg zur Werkstatt für magische Gegenstände in Dinome zu zeigen, nachdem wir aus dem Wagen ausgestiegen waren. Sonst hätte ich sie vielleicht nie gefunden, und ich war froh, dass ich gefragt hatte. Ich nahm mein Gepäck und die Stellenausschreibung aus meiner Itembox, dann ging ich durch die Tür und sah eine korpulente Frau am Tresen sitzen. Es wäre schwer gewesen, den Laden als besonders groß zu bezeichnen. Wenn ich es mit etwas vergleichen sollte, dann mit einem kleinen Laden, den man an einem Bahnsteig findet. Willkommen, sagte die Frau. Oh, was für ein bezaubernder Besuch. Ich habe sie noch nie gesehen. Bist du ein Botenjunge? Du kannst hier Lampen oder Kohlen kaufen, wenn du sie brauchst. Sie deutete auf ein Regal unter dem Tresen. Es enthielt kleine magische Gegenstände, bei denen es sich vermutlich um Handelsware handelte. Aber leider war ich kein Kunde. Ich bin eigentlich ein Abenteurer, und ich bin hier, um etwas abzuliefern, sagte ich. Könnten Sie das bitte quittieren? Einen Moment, bitte, antwortete sie. Papa. Was? Geben Sie mir eine Sekunde, rief jemand von anderswo im Laden. Sie müssen ihm einen Moment Zeit lassen. Er wird gleich hier sein, erklärte die Frau. Ein paar Minuten später erschien ein bärtiger Mann. Was wollen Sie? Fragte er. Er hat etwas abgegeben, sagte die Frau. Es ist für Sie, also sollten Sie es wohl auch annehmen. Er hat etwas geliefert, wiederholte der Mann. Oh, die Teile. Und ich dachte schon, Sie würden es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Er unterschrieb die Stellenausschreibung und gab sie mir zurück. Jetzt musste ich mich nur noch bei der Gilde zurückmelden. Danke, sagte ich. Dann gehe ich jetzt. Warten Sie, sagte der Mann. Das hast du doch aus Gemul mitgebracht, oder? Wenn Sie es nicht eilig haben, bleiben Sie doch auf eine Tasse Tee. Wir haben nur billiges Zeug, wenn Ihnen das recht ist. Hey, kannst du den Tee machen? Kommt sofort, sagte die Frau. Der Mann, der das Angebot gemacht hatte, ging zurück in den hinteren Teil des Ladens und überließ seiner Tochter die Arbeit. Ich wollte ihre Arbeit nicht vergeuden, also blieb ich. Als sie mit dem Tee fertig war, stellte ich mich an ein Ende des Ladens, um ihn zu trinken. Seltsamerweise roch er nach Kaffee. Wie schmeckt er dir? Fragte sie. Er ist köstlich, antwortete ich. Das ist toll. Dieser Tee ist ziemlich ungewöhnlich, deshalb war ich mir nicht so sicher. Er erinnert mich an etwas, das ich schon einmal getrunken habe. Ist er aus gerösteten Bohnen gemacht? Oder aus den Wurzeln einer Blume? Es wird anscheinend aus den Wurzeln einer Danteblume hergestellt. Ich weiß nicht viel darüber, aber es soll gut für dich sein, sagte sie. Das bedeutete, dass es sich wahrscheinlich um Löwenzahnkaffee handelte, was einige Erinnerungen wachrief. Den habe ich früher im Büro ständig getrunken, wenn auch mit ein paar Extras. Wo kann man den kaufen? Fragte ich. Du musst ihn wirklich mögen, was? Der alte Mann, der die Drogerie in der Nachbarschaft betreibt, teilt immer etwas mit uns, aber er stellt es nur als Hobby her. Sie ist nicht zu verkaufen, glaube ich. Ich wusste jetzt, wie man die Blume nannte, also konnte ich mir einfach welche besorgen und den Kaffee selbst kochen. Soweit ich mich an den Löwenzahnkaffee auf der Erde erinnerte, musste man die Wurzeln waschen und trocknen lassen und sie dann rösten und kochen. So schwer war das nicht. Vielen Dank dafür, sagte ich, als meine Tasse leer war. Kein Problem. Gehst du schon? Fragte die Frau. Ja, ich muss eine Herberge für heute Abend finden. Aber nochmals vielen Dank, sagte ich und wandte mich zum Verlassen des Ladens.
Doch gerade als ich meine Hand auf den Türknauf legte, öffnete jemand von draußen die Tür. Wir blieben beide stehen, um nicht gegeneinander zu stoßen. In diesem Moment sah ich, wer es war, und erstarrte noch mehr. Es war kein anderer als Serge. "Hallo, Serge, was für ein Zufall", sagte ich. "Ich wusste zwar, dass du wegen des Marktes für magische Gegenstände in der Stadt bist, aber trotzdem." "In der Tat", stimmte Serge zu. "Was machst du hier?" "Ich habe etwas für die Abenteurergilde geliefert. Es war dringend, deshalb musste ich mich ein wenig beeilen." "Interessant. Ich bin von Ort zu Ort gegangen, um Hallo zu sagen. Ich bin mit dieser Werkstatt ziemlich vertraut." Der Mann von vorhin kehrte an den vorderen Schalter zurück. "Serge, bist du endlich da?" sagte er. "Oh? Lange nicht gesehen, Dinome", sagte Serge. "Es ist erst ein paar Monate her. Ich bin froh, dass es dir gut geht." "Kennst du den Jungen?" fragte der Mann und warf mir einen neugierigen Blick zu. "Ich bin Ryomata Kebayashi", sagte ich. "Serge hat viel für mich getan." "Oh, nein, sie haben viel für mich getan", sagte Serge. "Er ist so jung, wie er aussieht, aber er bringt dich dazu, dich mit ihm gut zu stellen. Er interessiert sich anscheinend auch für magische Gegenstände." "Stimmt das?" sagte der bärtige Mann. "Ich bin überrascht, dass Serge hier so ein großes Lob ausspricht. Ich bin die Nume. Du kannst dich gerne umsehen, wenn du Interesse hast." "Darf ich?" fragte ich. "Natürlich dürfen Sie, deshalb biete ich es ja an. Ich wollte Serge so oder so zeigen." Bevor ich noch etwas sagen konnte, ging die Nume in den hinteren Teil des Ladens. Serge folgte ihm, als wäre er daran gewöhnt. Ich verbeugte mich vor Dinomes Tochter und ging dann mit ihr mit. Das Hinterzimmer war größer, als ich es mir vom Laden aus hätte vorstellen können. Dort standen vier Fahrzeuge, die wie Kisten mit aufgeklebten Rädern aussahen. Vermutlich waren das Magimobile. An den Rändern des Raums sah ich auch verschiedene Teile und Arbeitstische. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums befand sich eine große Tür, die wohl für die Annahme von Versorgungslieferungen gedacht war, sowie ein ziemlich großes Fenster. Der Raum war hell und wirkte geräumig. "Fassen Sie nicht alles an, aber schauen Sie sich ruhig um", sagte die Nume. "Serge, komm mit mir." Serge tat, wie ihm geheißen, und ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, also folgte ich Serge. Man erzählte ihm von den Magimobilen. "Das ist also das neueste Modell?" fragte Serge. "Es sieht nicht so anders aus. Äußerlich vielleicht nicht, aber es hat mehr Leistung und einen leichteren Rahmen", erklärte die Nume. "Das löst aber immer noch nicht das Hauptproblem. Es kann keine Waren transportieren." "Doch, das kann es, solange sie leicht sind. Wir befinden uns in einer etwas heiklen Lage. Wenn wir den Rahmen noch leichter machen, müssen wir uns Gedanken über die Haltbarkeit machen. Das ist es nicht wert, die Sicherheit zu opfern." "Ja, das ist das Problem. Bei Rennen wird es immer Kollisionen geben." Das Thema Magimobilrennen kam ein paar Mal zur Sprache, also dachte ich, dass sie vielleicht vorhatten, an einem teilzunehmen. Vielleicht war Dinome der Mechaniker und Serge der Sponsor oder so etwas in der Art. Anfangs konnte ich dem Gespräch noch folgen, aber irgendwann fingen sie an, magische Gegenstände zu aktivieren und in tiefgehende, fanatische Diskussionen einzusteigen. Als sie anfingen, über die Anzahl der Umdrehungen zu sprechen, die die Energiequelle machen konnte, schlich ich mich woanders hin. Ich sah mich in der ganzen Werkstatt um, aber um ehrlich zu sein, wusste ich größtenteils nicht, wonach ich suchte. Schließlich fand ich etwas, das ein wenig normaler war. Zwischen all den kastenförmigen Magimobilen befand sich etwas, das wie ein gewöhnlicher Wagen aussah.
Der einzige Unterschied war, dass es keine Möglichkeit gab, ein Pferd an diese Kutsche zu binden, aber es gab einen Platz für einen Kutscher. Es schien kein Magimobil zu sein, aber ich dachte, dass es sich um eine andere Art von magischem Gegenstand handeln könnte. Ich wollte mehr wissen und wartete auf eine Gelegenheit, das Gespräch von Dinome und Serge zu unterbrechen. Dinome, was ist das für ein magischer Gegenstand? Fragte ich. Das. Da ist nichts Magisches dran, das ist nur eine Kutsche. Ein Nachbar hat mich gebeten, ihn zu reparieren, sagte Dinome. Das leuchtete mir ein, aber Serge legte den Kopf schief. Seltsam, dass du bereit bist, eine normale Kutsche zu reparieren, sagte er. Ja, na ja, du weißt schon, murmelte Dinome. Bevor ich fragen konnte, was er meinte, senkte Serge seine Stimme und sagte es mir. Seit der Geburt seines Enkelkindes vor ein paar Jahren ist er viel weicher geworden, aber früher hat er sich immer geweigert, etwas anderes als magische Gegenstände anzufassen. Wenn jemand eine kaputte Kutsche hatte, sagte er ihm, er solle dafür zu einem Spezialisten gehen. Um die Wahrheit zu sagen, ich wollte etwas Geld haben. Es ist für mein Enkelkind, sagte Dinome und wurde rot im Gesicht. Wollen Sie ihm ein Geschenk kaufen? Dann lass mich dir dabei helfen, bot Serge an. Tut mir leid, aber nein, es ist das Schulgeld. Für die Akademie in der Hauptstadt. Richtig. Und warum, das kann ich Ihnen sagen, sagte Dinome stolz und war sichtlich erpicht darauf, darüber zu sprechen. Mein Enkelkind könnte ein Genie sein. Er ist zwar erst 4 Jahre alt, aber er kommt oft zu uns, um zu hören, wie wir über die Arbeit reden, weißt du. Mein jüngster Schüler benimmt sich gerne wie ein großer Bruder und erklärt ihm jede Kleinigkeit. Er weiß selbst kaum etwas, aber schau dir das mal an. Dinome konnte seine Begeisterung kaum zügeln, als er ein paar Zahnräder aus einer Schublade des Arbeitstisches holte. Er nahm eines davon in die Hand, legte es auf seine Handfläche und ließ magische Energie hineinfließen. Es begann sich zu drehen, wie das Zahnrad, das Serge mir neulich geschenkt hatte. Im Vergleich zu diesem drehte es sich jedoch extrem langsam und hielt regelmäßig an, bevor es wieder ansprang. Nach dem bisherigen Gespräch zu urteilen, schätze ich, dass dein Enkel das gemacht hat, sagte ich. Ganz genau, Junge, sagte Dinome. Ist das nicht etwas? Nicht gut genug, um es zu verkaufen, aber er ist ja auch erst 4. Er ist also gut für sein Alter. Darauf kannst du wetten. Ich habe ihn bei der Arbeit auf dem Rücken getragen. Als er noch ein Baby war. Also hat er vielleicht irgendwann daraus gelernt. Aber es war trotzdem eine große Überraschung. Ich kann nicht zaubern. Also bin ich ein bisschen neidisch. Mit solchen Leuten kam man nie zu Wort, aber man konnte gut mit ihnen umgehen, solange man deutlich machte, dass man ihnen zuhörte. Ich befolgte diese Faustregel, die ich auf der Erde gelernt hatte, und hörte ihm schließlich noch eine Weile zu, wie er mit seinem Enkelkind prahlte.